Obwohl, man muss sagen, sie sind nicht nur allgemein friedlich, sondern auch noch niedlich und possierlich. So wie wir Deutschen allesamt generell. Die deutsche Wespe. Sie war gerade zur Klärung einiger kleinerer politischer Streitigkeiten nach Sachsen, speziell Chemnitz, gereist. Sie wollte hier aufräumen, was ihr zweifelsohne gelingen wird. Sind ja alles Vernunftmenschen. Mein Vorschlag? Man sollte bei Michail Sergejewitsch Gorbatschow nachfragen, wie er das Ganze in Russland seinerzeit vor 1993 gemanagt hat. Ihm ist zweifelsohne die Wiedervereinigung Deutschlands gemeinsam mit Ronald Reagan und Helmut Kohl, selbstverständlich mit einigen kleineren Kapitalspritzen, gelungen, wofür wir ihm heute noch sehr dankbar sind. Wo zwei sich streiten, freut sich der Dritte. So pocht das Schicksal an die Pforte, soll Beethoven ungestüm das Thema seiner fünften Sinfonie charakterisiert haben. Dieser unsäglichen Anekdote verdankt die C-Moll-Sinfonie ihren Beinamen Schicksalssinfonie.